Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir haben einiges zu tun, doch zuerst müssen wir uns ein bisschen orientieren. Wir sind an irgendeinem Gaskollektor, den wir irgendwann mal hochgejagt haben. Das ist schon mal schön. Und was ich mit orientieren eigentlich meinte, ist ausrüsten. Ich habe vorhin schon mal ins Journal gesehen und da haben wir was Schönes, was Designs heißt. Hier haben wir eine richtig schöne Übersicht über Waffen, Gear und Ammo, die wir craften können. Aber wir sind maßlos unterlevelt, deswegen müssen wir da echt mal was tun. Ich würde jetzt einfach sagen, wir suchen uns einen schönen Chestguard raus, den hier zum Beispiel. Und dafür braucht man Any Moss und Any Tooth. Dann, gut, dann pinne ich mal die Materialien. Und wir können gleich ins Hunter's Guide gehen für das Moos. Okay, Bruce Moos. Wo findet man das denn? Most commonly found on rocks in water throughout the Kinglaw Forest. Da wissen wir ja, wo wir hin müssen. Also Kinglaw Forest war irgendwo hier. Und irgendwo auf dem Stein im Wasser. Dann eine Schnellreise. Ja, genau, das, was am Ende der letzten Episode an Dialog gekommen ist, kommt jetzt auch nochmal. Warum auch immer. Ich habe nicht gesehen, dass die Mission getimed ist. Sie ist anscheinend auch nicht getimed, aber das Spiel hat sich dazu entschieden, den Dialog nochmal abzuspielen. Einiges davon habe ich abgewartet, aber ein bisschen was kommt noch. Stand up and defend Pandora is to be, Navi. What about the resistance? Alma. She likes to think herself one of us. Sometimes yeah. I forget she isn't. Before now, she was the only adult who sort of looked like us. Your roots were severed early and planted in false soil. Mine were cut in battle, sending me to wander. Ja, ist hier gut. Ich will da einen Wegpunkt hinsetzen und eigentlich will ich mit der hier reden. I may tell you sometime, but not on this human toy. Just never stop looking. Both around you and within you. Ja, danke. Ich werd's beachten. Was brauchen die? Kinglaw Forest, Soul's Delight, Bast. Bast brauchen wir auch. Das ist ja schon mal ganz gut. Die können wir dann auch irgendwie... Glaub, Eden. Kann ich sonst noch was ablegen? Vielleicht hier diese Dinger, die nicht superior sind. Die können wir doch sicher abgeben. Okay, Contribute. Oh, ich würde sagen, das passt. So, was willst du denn von mir? Nawuk is a rare Aranahe, all too keen to speak her mind, and quite loudly at that. We try and talk her down to no avail. Even the words of Vifilu, her daughter, are useless. Okay, und was muss ich jetzt machen? Their last argument sent Vifilu tearing straight towards the end of Stoneblade Ridge, near those unnatural clouds created by the Sky People. Schaut sich zumindest interessant an. I think Asarantu's diplomacy is needed here. If you help Vifilu, you help all of us. Wir werden mal schauen. Ich habe eine neue Quest bekommen, auch nicht schlecht. So, auf Suche nach Steinen. Im Wasser. Oh, Health-Items sind voll, das ist schön. Wann ist das denn passiert? Ich habe letztes Mal doch alle verbraucht. Na, da musste ich noch einmal husten. Also noch nicht ganz überwunden, meine Affliktion, meine Corona-Infektion. Hey, das hat sich wieder gereimt. Na, aber ich denke, das gibt sich in den nächsten Tagen. Genau, ich glaube, hier wäre es tatsächlich besser, wenn ich direkt Hawk rufe. Dann können wir ein bisschen mehr Strecke machen. Bringt ja jetzt nichts, wenn ich halb ertrinke auf der Suche nach Moos. Schauen wir uns das lieber von oben an. Das will ich doch hoffen. Dafür wird er bezahlt. So, wir brauchen Moos. Ohne Moos nichts los. Jetzt weiß ich endlich, was das Sprichwort bedeutet. So viel zu, hier liegt überall Moos rum, liebes Spiel. Oh, was ist denn da passiert? Lebst du noch? Wir schauen mal kurz nach, ob das Tier lebt. Hallo? Alles gut bei dir, Großer? Was ist das? Was ist denn in dich gefahren? Das ist nicht sehr schön. Okay, keine Ahnung, was den erwischt hast.
Was bist du? Forest Seaweed. Kann ich nicht mit interagieren. Vielleicht schon abgeerntet. Vielleicht auch einfach kein Stängel dran. Das kann natürlich auch sein. So, King of Forest ist hier das ganze Gebiet. Das ist gut. Dann schauen wir mal hier im Threaded River. Also, ich drehe gleich um. Dann schauen wir danach. Irgendwo muss hier dieses verdammte Moos sein. Hier ist natürlich auch noch ein Fluss. Das ist gar nicht so schlecht. Dann schauen wir mal, dass wir ordentlich Superior Moos kriegen. Sonst wird das hier echt nichts mit meinem. Selbst mit meinem Stahl. Ja, mit meinem stählernen Körperbau und mit meinen gestählten Reflexen wird das dann nichts. Wieso sind die ganzen Tiere hier tot? Ich glaub's hier nicht. Was ist denn hier passiert? Diesmal war ich's wirklich nicht. So. Wäre das hier ein Livestream, könnte zumindest der Chat mich darauf hinweisen, wo Moos ist. Ah, das ist doch krass. Wieso ist hier alles voller toter Tiere? Was ist denn passiert? So habe ich das Gebiet garantiert nicht verlassen. Diesmal habe ich sogar Videobeweis. Die Suche nach Moos. Zumindest unser Charakter freut sich noch. Es kann doch nicht sein, dass wir... Ah, da ist Moos. Ich habe Moos gefunden. So, dann schauen wir mal. Was brauchst du denn für eine Condition? Scan. Scan. Komm, lass mich dich doch einfach scannen. Best Quality Rain. Gibt 15 bis 19 Health. Das ist nicht sehr viel. Und ist sogar noch relativ schlecht, gerade weil es nicht regnet. Ich kann nicht einfach so die... Nee, ich glaube, ich kann nicht einfach so die Zeit anhalten. Vielleicht haben wir Chance, hier oben noch Moos zu finden. Ich würde es auf jeden Fall mal einpacken. Besser haben als nicht haben. So, schön ernten. Das wird aber nur... Genau, also pristine ist es schon mal. Was auch immer das bringt. Wir machen jetzt eine Schnellreise. Schwuppsdiwupp. Ja, in die Upper Plains, da wo auch Wasser ist. Ich meine, wo ist das Wasser? Muss Wasser sein. Wo Wasser ist, wird Moos sein. Zumindest vermittelt mir das Spiel das. Muss ja irgendwie gehen. Und dann braucht man noch Baumrinde. Also so langsam wird es Zeit. Das muss ich mal schauen, ob ich was davon skip. Eventuell nicht. Mensch, diese blauen Blumen. Wunderschön. Das gefällt mir. Braucht man hier auf der Erde auch ein bisschen mehr. Würde ich importieren. So, bisschen langsam. Kann doch nicht sein, dass es kein anderes Moos auf ganz Pandora zum Craften gibt. Gut, unser Charakter freut sich auf jeden Fall. Da ist irgendwie noch was zum Einsammeln oder nicht anbeten, zum Memorizen, also zum Tai Chi machen wieder. Aber wo genau das ist, weiß ich auch nicht. So. Wir schauen uns hier einfach mal um. Muss hier irgendwo wieder Moos sein. Ach, da ist wieder so ein Sarentu-Totem. Da können wir natürlich auch mal hin. Some kind of a totem. It looks familiar somehow. Ritnella, I found something. I think it's a totem. Den Dialog hatten wir auch schon mal. The colors and weaving are a bit worn, but it looks Sarentu. Another. So there's even more out here. Das wissen wir doch. Nur also saw painted symbols near the totem. Is there something like that near yours? He wondered if the symbols meant for him to look in a specific direction, as though showing the way. And did he see anything? I know he tried hard. Stared for a long time. Haben wir den Dialog auch noch mal, wahrscheinlich weil ich das letzte Rätsel nicht gelöst habe. Ich denke immer noch, das sind Pfeile und eine Richtung, in die man gehen muss. Nur wie es dann weitergeht, weiß ich leider nicht. Kann ich hier was ernten? Feather Blade Seed, Cooking Ingredient. Ja, das ist mir herzlich egal, liebes Spiel. Na gut, hier geht's weiter. Pfeil zeigt nach links.
Wird hier schon irgendwas dabei sein? Also Hilfe-Items ganz viele. Moos kaum was. Vielleicht da oben noch ein bisschen Glück auf Moos. Das ist wieder dieser Cloud-Spitter. Denken ja auch nichts. Steine, die komisch fliegen. Ich glaube, hier wird so eine schwebende Insel geboren. Keine Ahnung. Und hier auch nur Health-Items. Und dahinter vielleicht? Bist du Moos oder nur Deko? Du bist nur Deko. Das ist aber scheiße. Na gut. Was hat denn der Pfeil hier genau gesagt? War... Ich glaube, hier irgendwo an der Felsseite. Felskante. Kann doch nicht sein, dass ich das aus den Augen verloren habe. Also, wir kamen von da. Und Pfeile haben in die Richtung gezeigt. Und da ist der nächste, der auch in die Richtung zeigt. Dann überqueren wir mal den Fluss. Einfach so. Bist du Moos? Was bist du? Acrid Pot. Ammo Component. Ja, was soll's. Kein Moos. Da ist noch was, da ist noch was. Ein Fisch. Ein böser Fisch. Und du bist ein Shaded Waterweed. Can be used in crafting, aber kein Moos. Okay, hier kommt gerade wieder epische Musik. Das heißt, wir sind irgendwie auf dem richtigen Weg. So gestildert, was habe ich heute mit dem Wort? Meine Gamer-Instinkte sind da schon relativ trainiert, was das angeht. So. Ja, die Eier bringen mir hier auch nichts. Kann doch nicht sein, dass wir dieses eine poplige Moos da aufgesammelt haben und sonst nichts weiter. Ist das hier noch die richtige Richtung? Muss ich in eine Höhle? So viel zu meinen Gamer-Instinkten. Na. Also hier geht der Instinkt doch richtig rum. Genau, das wird wieder dieses Seaweed sein, dieses Seegras, Seetang, was auch immer. Kein Moos. Ui. Ja toll, da hätte ich nicht mal über den Fluss müssen. Die Sarentu waren, glaube ich, komische Leute. Also die sind richtig lustig. Mich einmal rüberschicken und ich hätte nur über den Felsen gemusst. Ja, wunderbar. Naja, ich beschwere mich nicht. Gut, ich habe mich beschwert, aber jetzt beschwere ich mich nicht bis zur nächsten dämlichen Aktion. So, und hier, was willst du von mir, Spiel? Was willst du von mir? Kannst nicht immer den Kringel anzeigen und dann die Richtung so verändern, dass ich keine Ahnung mehr habe, was los ist? Müssen wir vielleicht da hinten hin? Ist das einfach so verknüpft mit so einer Erinnerung, wo ich wieder Tai Chi machen muss? So viele Fragen, so wenig Antworten. Ich weiß nicht, ob ich noch richtig bin, in irgendeiner Form. Bist du eine Höhle? Nee, du bist nur ein schönes Grasfeld. Toll, und da ist das Teil wieder. Ja, gehen wir mal zu den Flöten. Ah, hier ist noch eins. Beinahe übersehen. Na, echt witzig, die Leute. Vielleicht da oben, in der Feldspalte. Ohne Moos, nichts los. Ich glaube, so nenne ich die Episode. Wenn ich mich dran erinnere, was bist du denn? Wieder ein Crafting-Component? Ich glaube es ja nicht, aber nicht das, was ich brauche. Ah, schön viele davon. Untracked Quest updated. Okay. Schön für die angetrackte Quest. Dafofet. Sicher? Die sahen doch immer so aus. Achso, du hast kein... Dein Unterteil steckt unter der Erde. Das ist natürlich tragisch. Das passiert aber den Besten. Jetzt muss ich hier nach rechts, laut dem Teil. Und das bringt mir was? Vielleicht sind das gar keine Pfeile und ich bin einfach nur blöd. Das führt sich einfach einmal im Kreis rum. Oder das hier ist die
Okay. Wir haben's gefunden. Gathering in a place like this to wait out a storm raging outside. It would make a fire, sit around it and share stories from the clans they'd visited. And these stories would travel further, carried by those who heard them. How many stories have been lost and forgotten since her clan disappeared? Gute Frage. Will we ever be able to recover these stories and tell them to each other again? Gute Frage. Na gut, das war das erste Totem, was wir gelöst haben. Und das zweite insgesamt. So. Immer noch kein Grünzeug und Flechte gefunden. Aber ich gehe trotzdem mal hier zu den Tai Chi Blumen. Und dann überlegen wir uns, was wir machen. Kann ja jetzt nicht die ganze Episode damit verschwenden, nur Moos zu suchen. Vielleicht ja doch. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich versuche spannend zu halten. Ansonsten überzeuge ich doch irgendwie gewitzte Kommentare, ihr kennt mich. Bin ja noch am Üben. So, irgendwas, was ich ernten lassen will? Nö, nö, nö. Na gut. Wehe, das rächt sich, indem ich hier nochmal diese komischen Hand-Maus-Bewegungen machen muss. Nee, das muss ich zum Glück nur stimmen. Hallo? Plopp doch auf. Und das habe ich gelernt, wie es geht. Sehr gut, das klingt jetzt wieder gut. Ich muss nicht viel machen und mein Clan-Favor ist besser. Vielleicht sollte ich mir einfach Zeug einkaufen, anstatt irgendwie versuchen, hier was zu sammeln. Über Clan-Favor ist das ja zumindest möglich. Ich glaube, das machen wir als nächstes. Und danach können wir die Mission machen. Und Moos, da schaue ich mal. Hallo. Ja. Guck, ich habe einen Fisch gefangen. Da schwimmt er. Exquisit. Ein Mudcrawler, ein Schlammwühler. Ja, Schlammkriecher. Ja, trotzdem. Ich bin stolz auf mich. Als ich mit meinem Vater früher als Kind angeln war, haben wir das nicht mit Pfeil und Bogen gemacht. Aber ich glaube, das ist ja auch eine valide Option. So, ich schaue noch einmal in die Richtung. Was ist denn hier diese gelbe Spur? Cloak Panther Young. Incredibly, also ich übersetze es glaube einfach, unglaublich schnelles Pack von Jägern. Das sind die Viecher, die Rennen und Flügel haben, die wir letztes Mal schon, denen wir letztes Mal schon encountered sind, begegnet. Mensch, was ist mit meinem? Ich vermische die Sprachen doch. Ist ein Glück, dass ich das kann ich abreißen. Irgendwie nach rechts biegen. Sildreed. Na, immerhin. Genau, ich habe ja schon, glaube ich, in irgendeinem Kommentar gemeint, die nächsten Spiele oder alle nachfolgenden Spiele nach hier den offenen werden auf jeden Fall auf Deutsch erscheinen, also mit deutscher Audiospur. Das verwirrt mich weniger, das verwirrt euch weniger und vor allem, wenn das Englisch nicht so sitzt, entweder bei mir beim Übersetzen oder beim Zuhören, das ein bisschen nervig ist, habe ich mich jetzt dazu entschieden, das auch eigentlich auf Deutsch zu machen. Ich hatte es mir von Anfang an überlegt, aber ja, ist ein bisschen Umgewöhnung für mich, weil ich seit Jahren eigentlich Medien auf Englisch konsumiere, weil hat sich irgendwann einfach so ergeben. Komm schon, bleib stehen. Mist, das war weder clean noch merciful. Dann kann ich es wenigstens einsammeln. Ein Superior Zahn, Leg Crafting Material und Cooking Ingredient. Na, her damit. Also die Pfeile funktionieren zumindest gut für mich. Genau, und dann schauen wir mal, wird auch ein bisschen was an den Release-Zyklen ändern. Da mache ich aber ein separates Video zu. Ich habe gerade noch keine Bekanntheit oder wirklich viele Leute, die die Videos sehen, also bringt es gerade nichts, das hier alles
in der Episode zu sagen, aber vielleicht wird es mal und irgendwer hat irgendwann mal Freude an dem, was ich hier in Avatar zusammenstammel. Aber das braucht halt Zeit. Ich meine, ich bin seit nicht mal 2 Monaten am Let's Playen, da muss ich nichts erwarten. Und ich habe tatsächlich Spaß am Let's Playen, also ich hätte Avatar schon längst wieder in die Schublade gesteckt und nicht weitergemacht. Würde ich hier nicht jeden Tag ein Video rausbringen. Genau, aber dann sage ich nochmal kurz, was ich vorhab. Also gerade mache ich ja 2 große Games, 2 AAA-Titel, wenn man so will. Je nachdem, wie man es bezeichnet, am Tag. Das heißt, einer released um 18 Uhr, der andere irgendwie um 20 Uhr oder 20.15 Uhr. Müsste ich nochmal nachschauen und das halt jeden Tag. Das wird sich leicht ändern. Also die 2 Spiele bleiben. Wäre immer noch das Ziel, wenn das zeitlich bei mir passt. Oh, was bist du denn? Fire sieht auch nur ein Cooking Ingredients, brauche ich nicht. Aber am Wochenende werde ich eine Pause mit den AAA-Spielen machen, mit dem Release zumindest. Waren wir da vorne eigentlich schon? Das heißt, wochentags kommen wie gewohnt die 2 AAA-Spiele zu den besten Peak-Zeiten abends. Und am Wochenende kommt viel schönes anderes Zeug. Das kommt natürlich auch in der Woche selber dann ab und zu mal. Also keine Ahnung, Cult of the Lamb habe ich jetzt ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das spiele ich aber demnächst fertig, sobald ich Corona jetzt überwunden habe. Und dann wird es da auch wieder alle 2 Tage eine Folge geben. Aber genau, so ist ein bisschen der Plan. Ich gehe noch zu dem interessanten Ding, was da ist. Und dann gehen wir mal zurück zu dem Clan und kaufen mal ordentlich was ein für unseren Favor. Genau, und dann für samstags und sonntags weiß ich noch nicht ganz genau, was ich mache. Ich habe schon ein bisschen Pläne. Muss ich mal sehen. Diesen Sonntag, das wird der 31. sein. Also am 30. geht es wahrscheinlich schon los. Mit eben ein bisschen neuem Content dann auch auf Deutsch. Ich habe vor, die älteren Pokémon-Spiele einfach mal aus Nostalgie nochmal zu spielen. Mit Feuerrot fange ich an. Das bin ich gerade am Testen, wie das mit der Aufnahme läuft. Und klar, wenn man Bock hat, ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen oder so gar keine Ahnung hat, wie Pokémon denn früher war, also was heißt früher, dann wird es vielleicht auch interessant. Genau, wird auf jeden Fall eine entspannende Nostalgiereise. So, okay. Die brauchen Canyon Read. Das habe ich so. Nee, ich habe Slit Read. Alter, dieses Crafting-Ding. Kriegen halt nichts von mir. Und hier, okay, da kann man nur Zeit verstreichen lassen. Dann machen wir doch mal eine Schnellreise irgendwie in deren Hauptquartier. Fast Travel. Also irgendwie muss es ja möglich sein, hier mal an gutes Gear zu kommen. Ansonsten schau mal, bis es einfach nicht mehr geht. Schnellreisen kostet übrigens auch Energie. Das ist mir nie so wirklich aufgefallen. Bis es mir irgendwann aufgefallen ist. So. Ja, das hoffe ich doch. Versteinerter Knochen. Bladehead Horn. Okay. Wir brauchen aber. Ah, ich hätte doch. Wir brauchen noch besseres Zeug, das bringt mir hier alles nichts. Solaris Braided String. Restore 20% der Energie, wenn ein Status-Effekt auf ein gegnerisches Ziel angewendet wird. Plus 13% Wildlife Damage. Spear Thrower Mods. Precision Grip. Das bringt mir alles nichts. Wo sind Waffen? Wo sind bessere Materialien? Warum tue ich was für euch? Komm, hier wird es schon noch irgendeinen anderen geben, der handeln will. Hallo. Brauch Loot? Oh, was ist hier schon wieder los? Dieser dämliche Blur-Effekt, der rumspinnt. Als Hint für eine Richtung gar nicht so schlecht, aber dann sollte er nicht so instabil sein. Ist egal. Reden. Ja, ich hoffe doch. Featherblade Seed. Ach, das ist ja auch nur Kochzeug. Nee, dann nicht. A pleasure, I am sure. Ja, ja, Pleasure auf meiner Seite. Ich wünschte, ich könnte das so wie Hermine im Englischen sagen. Pleasure.
Naja, vielleicht war das nah dran oder nicht. Ich werde es mir nach der Episode anhören und mich dann schämen. Aber zumindest werde ich es mir angehört. Schreien die irgendwie? Alles gut hier? Brauch mehr Moos. Gut, dann da will aber jemand was. Kann ich auch was receiven? Nee, du wirst noch reden. Burdened, feel free to leave something in the basket. The clan will appreciate it. Traveling light is the Zeswa way. Harmony is found when no one's back is bent by their belongings. Na ja, gut, eine Spende für den Clan wird's auch irgendwann geben. Ist ja gerade Weihnachten, da kann man mal ein bisschen in die eigenen blauen Taschen greifen. So, kein Moos, keine Rinde, kein Nix. Das gefällt mir gar nicht gerade in dem Spiel. So kompliziert hier irgendwas zu finden, was nützlich ist. So, wir gehen noch einmal kurz in den Home Tree. Nicht Zeswa Circle, war der Home Tree echt? Jo, hier. Ich hoffe, mein Clan-Favor mit denen ist noch so hoch, dass ich irgendwas Gescheites bekomme. Weil das ist ja gerade echt, echt bitter. Ich bin Level 8,5. Also meine Kampfstärke ist 8,5 und die wollen jetzt mindestens 12 von mir oder mindestens 10 von mir. Damit kommen wir schon klar, aber ich finde es einfach ein bisschen dämlich, unter Level zu sein. Komm. Na ja, gut, was willst du? Natu is quite the miserable little thing these days. It was a fall during her rookery climb. Her dreams were crushed and so was her confidence. Now she dreads to try her hand at anything. I'm sure her confidence will come back. Maybe she just needs encouragement. You see now where you fit in. We Aranahe may be great weavers, but Sarentu talents know how to spin great tales of hope and courage. I think Netu will open up to you. Everyone loves a little something new. She may even share her weaving skills with you. Nebenquest eingesammelt. Willst du nochmal reden? Nee, okay. Nafika will adore. Schauen wir mal, hoffentlich keine Cooking Ingredients. Can I help with something? Lionberry Fiber. Viperwolf-Tooth, die kennen wir schon und der Rest bringt nicht wirklich was. Chessguard-Mods. Plus 10% Clan-Favor from Quest and Activities. Das klingt doch nicht so schlecht per se. Ich würde mal Base-Crafting-Material. 30 Hilf. Oh ja, gut, nehmen wir es halt mit. Favor geht wieder nach unten. Hat der nur Kochzeug? Mensch, die haben ja alle nur Quests. Talk, Receive. Na, endlich. Forest Seaweedbus. Danke, an den komme ich selber. Ein Bogen, der nicht mehr wirklich bogenmäßig ist. Wir können was contributen. Shelterfruit, die habe ich doch. Aber wieso kann ich hier nicht auf mein Stash zugreifen? Das Stranger. Ist so eine komische Designentscheidung. Okay, was willst du? Hoping you could teach me more about weaving. I am afraid you are mistaking me for someone else. I cannot even fly any clan to gather my own ingredients. How could I teach you anything useful? Ja, das ist die von gerade eben. Nafika thinks there's a lot I can learn from you. That cannot possibly be true. Why would she say such a thing? Whatever her reasons, I'm just here to learn. If you'll have me as your student, that is. There's not much I can teach you. Rubias. I suppose if you can get me some bruise moss, I might be able to show you something. Schon wieder Moos. Ich muss wirklich jetzt für die auch noch Moos finden. Ich habe ein bruise moss. Do you think you can get some? Nein. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich an irgendein Moos hier in dem Spiel noch rankomme. So. Was wollt ihr? Ich mag gleich die Quest. Duty calls me to the healing circle. Will you meet me there? My friend will soon become one with Ewa, and it would gladden his spirit immensely to see the Sarentu returned. Das ist dunkel.
Aber da hilft mir, das ist so ähnlich wie Make-A-Wish in einer Wii-Edition. Nafika will not stop talking about. Ja, das bin ich. Was willst du? I hear Nafika has a little project planned for you in the Weaver's Den. She's been asking for you. Sie war gerade bei dir. She turns everyone into a weaving student eventually. Na gut. So, irgendwo war hier die Quest. Wollen wir einem alten Arane-Member, Mitglied hier noch die letzte Ehre erweisen? Ich finde sowas ganz, ganz schön. Hallo, old friend. Also nicht wirklich schön, es ist traurig, aber. For the pain and something else. Er ist doch noch so jung. One should always be surrounded by friends as our final moment beckons. The Sarantu returned in my final days. My grandmother once loved one of you. Kann passieren. Wir sind sehr liebenswürdig. The songs of your clan. Perhaps our young Sarantu friend could sing? I like big booty bitches. Not the words. Ich hab's versucht. Wir singen so schlecht, dass er wirklich gleich abnippelt. Oh, I remember. Okay, anscheinend nicht. Bitteschön. I face death with the songs of my grandmother clear in my heart. I das ist sehr gut. Of this moment when I see her in Ewa. Klingt gut. Brauchst du deine Rüstung noch? Rest. Ich bin ein bisschen unterlevelt. I will be at your side. Come, we will talk more outside. Das ist schon hier ein bisschen rührend. Ich finde sowas ganz schrecklich. Komm mit dem Tod nicht so gut klar. Ja, freundlicheres Thema. Themawechsel. So, du willst reden, dann rede. Your friend seems brave in the face of death. What courage is there in death? The dead fear nothing, for only the living have something to lose. Such loss cuts to the core of who we are. I see it in my friend Tsukiri. They lost a close friend recently. You brought great comfort to my friend in his last days. This is still sehr schön. Perhaps you can make headway with Tsukiri where I did not. They say the Sarantu brought people together with stories. I would like to try. You are a credit to them. Tsukiri likes to while away the hours at Weaver's Flourish. I suspect you will find them there, stewing in their grief. Okay. Den Synchronsprecher mag ich tatsächlich ziemlich gern. Der hat eine coole Stimme. Und der hat den Dialog nicht komisch betont. Das respektiere ich. So. Andere Quest, Hauptquest, wird Zeit. Upper Plains. Ist sie getrackt? Ist getrackt, da ist sie. Haben wir die schon? Screech Ability. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Dann müssen wir da zuerst hin. Kann man denn schnell hinreisen? Hier vielleicht? Grazing Grounds müsste ja sein. Wegpunkt ist gesetzt. Fast Travel ist auch gesetzt. Ist das schön bei dem Spiel. Das lädt meistens so schnell, dass ich mir gar keine Gedanken machen muss, ob ich skippen soll. Und jetzt spreche ich es einmal an und der hat sich überraschend viel Zeit gelassen. Genau, hier sind wir ja rausgekommen und er damit. Heavy Bow String Mode. Stimmt, mein Inventar war ja voll, als ich hier angedackelt kam. Und jetzt hier schön mit dem Ikram.
meinem kleinen Hawk. Der antwortet dir nicht. Sieh es einfach ein. Das ist genauso wie, nee, ist ja nicht so wie bei Haustieren. Meine Haustiere, könnte ich schwören, die verstehen mich auch. Wählen aber, entscheiden sich dazu, nicht mit mir zu reden. Oh, hier ist noch so ein Glockenspiel. Ich weiß genau, was ich tun muss. Also für dieses Minigame halte ich gern an, einfach weil ich nicht viel tun muss. Einfach kurz interagieren und einmal drehen. Und schon klingt das wieder gut und der Clan-Favor geht nach oben. Zwar nicht viel, aber wenn wir das 2.000-3.000 Mal machen, bringt das vielleicht was. Sehe ich hier irgendwo. Vielleicht ist da Moos. Hallo, Moos. 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 Ja, was ist passiert? Na gut, auf zum Wegpunkt. Und dann auf zur Hauptmission. Oh, nicht schon wieder diese Viecher. Also, ich weiß nicht, die machen mich echt fertig. Hier ist ja noch was. Vielleicht haben die Geschenke. Burden Rest, ein Navi-Camp. So, so. Will jemand von euch mit mir interagieren? Nein. Ist aber jammerschade. Komm, könnt ihr nicht mal Moos verstecken in solchen Sachen? Was braucht ihr? Soundblast, Kolossus, Fettimid. Oh, nö. Jagt's euch selber, ganz ehrlich. Macht doch nicht so spezielle Requests. Damit kann ich nichts anfangen. Hui. Mist, ich dachte, das klappt. Ah, wenigstens schöne Wandmalerei. Ist ja keine Höhlenmalerei in dem Sinn. So, 1,4 Kilometer entfernt. Zwei Apache-Helikopter kommen auf uns zu. Warum eigentlich? Wo wollen die schon wieder hin? So, mein Tier hat auch Hunger. Komm. Okay. Hat ihm anscheinend gemundet. So. Ich habe das Gefühl, die wird hier zumindest in Ordnung zu finden sein. Es sei denn, die steckt wieder in irgendeiner Höhle, die man nicht so leicht findet. Aber das finden wir raus. Und entweder heute oder in einer der x nächsten Folgen werden wir sie gefunden haben. Hier ist wieder so eine Böe, die mich dann verweht, wenn ich da zu nah rangehe. Also hier ist die, der Tasio Blumerich nicht. Vielleicht oben. Wir probieren es oben. Uiuiui. Na, fängt schon an wieder mit diesem dämlichen Lensflare, der versucht mir die Richtung zu weisen und komplett nutzlos ist dabei. Zumindest verstehe ich ihn nicht und damit hat er seinen Zweck verfehlt. Ich habe zwei. Jetzt einen links und einen rechts. Jetzt kann ich noch weniger damit anfangen. Oh, da ist eine RDA-Installation. Oh, schöne Landschaft hier. Zwei nahe Helikopter. So, jetzt aber ernsthaft. Bleib mal hier ein bisschen langsam in der Luft, im Kolibri-Modus. Vielleicht hier drin, das sieht doch richtig aus. Hey, nicht wegfliegen, ich wollte absteigen. So. Eine Höhle. Genau das habe ich gesucht. Die kann ja leider nicht einfach auf dem Berg stehen. Da muss ich immer irgendwie rumkraxeln. Eine Belchbrick. Berühren. Und dann... Oh. Dem Instinkt nach. Voll gegen die Wand. So viel zum Instinkt. Also so viel Gamersense steckt anscheinend gar nicht in mir, wie ich gedacht habe. Oder das ist einfach verwirrendes Level-Design hier. Ernsthaft, da war nur die Belchbrick drin? Oder muss ich irgendwie nach oben? Ja, wahrscheinlich nach oben. Oh, macht's mir doch nicht zu kompliziert, hier einfach ein bisschen nicht unter Level zu sein. Hui. Und jetzt? Es geht zumindest weiter.
Ich dachte, das wäre einfach ein Dead End und Spiel wird sagen, ja, fick dich doch. Da ist sie ja, der Schönling, die Blume aller Blumen. Hab gar nicht geschaut, welcher Ancestor Skill das ist oder was dieser Screech-Ding macht. Wir probieren es trotzdem. Was können wir machen? Ja, schreien anscheinend. Während wir den Ikran fliegen, können wir sagen, dass er schreien soll. Und das fügt Schaden und Desorientierung in einem 75-Meter-Radius unseren Feinden zu. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Und natürlich 2 Skillpunkte. Die geben wir auch gleich aus. Das hat uns sogar für Level 9 gereicht. Haben aber immer noch das Ausrufezeichen, dass wir scheiße sind. Na gut. Wir haben genau 2 Skillpunkte. Wunderbar. Ikran bringt mir gerade nichts. Maker, Hunter, Maker vielleicht. Duration of, also die Dauer von diesen positiven Essenseffekten ist um Viertel höher, bla. Forager, Cooking Ingredients, Skillful Gatherer. Ja, das geht hier nur um Cooking Ingredients. Okay, Stable Hands ist vielleicht ganz sinnvoll. Da ist das Ressourcensammeln leichter und es ist dann wahrscheinlicher, dass wir die in einer guten Kondition abernten können. Okay, das klingt doch ganz gut. Hier steht irgendwie alle Navi-Crafting-Experten wollen jetzt die besten Materialien uns zur Verfügung stellen irgendwie. Ja, was soll's? Keine Ahnung, Mann. Barrier vielleicht noch. Was haben wir da zur Verfügung? 2 Granaten mehr. Ich nutze keine Granaten. Die sind irgendwie sinnlos. Da können wir auch nichts machen. Ach, was soll's? Dann nehmen wir doch einfach hier nicht Hunter, sondern was war's? Maker. Meteor Maker. Ja. So, und jetzt haben wir keinen Skillpunkt mehr dafür. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ich würde trotzdem sagen, die Hauptmission schaffen wir. Aber das können wir erst beim nächsten Mal machen. Das ist doch eine schöne Sicht, um die Episode zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.